Hallo, willkommen zurück bei einer neuen Runde gegen Multiplayer-Duell gegen den Dudeman. Wir schreiben das Jahr 1940 und wir stehen wahrscheinlich jetzt kurz vor dem Angriff auf Belgien oder Frankreich, wie auch immer. Ich bin mal gespannt, was er uns jetzt präsentiert. Nun, wir sind ja ein bisschen momentan in der Defensive. Momentan, wenn es so weiterläuft, kann es gerne so bleiben. Aber ich vermute mal, Frankreich wird wahrscheinlich bald fallen. So, die ersten. So. Er geht los. Okay. Ein Fallschirmjäger. Geht dahin. Alles klar. Da sind die drei Fallschirmjäger. Er sichert ab. Ah, okay, ohne Belgien, auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und bin gespannt. Mein Korps wurde zerstört und ein Befehlshaber wurde zerstört. Die deutschen Truppen rücken vor, das Deutsche Reich marschiert in Norwegen ein, die USA protestieren gegen die Aggression des Deutschen Reiches, kehren nach Finnland zurück, die deutschen Truppen von Narvik und Oslo Trondheim sind in Tristan, werden die aufgestellt und wir plündern wieder eine Menge Sachen. So, Entscheidung vom britischen Hauptquartier. Es gibt mittlerweile 10.000 begeisterte Local Defense Volunteers, Freiwillige, die lokale Verteidigung, die bereit sind, ihr Leben für ihr Land zu lassen, sollten die Deutschen hier einmarschieren. Wenn die 35 MPP auszahlen und Ausrüstung der LDV investieren würden, könnten wir einige schlagkräftige Kampfeinheit ausbilden. Ihnen machen in der Lage, wäre jeden Deutschen, der es wagt, britische Boden zu betreten, einen bitteren Kampf zu liefern. Winston Churchill hat vorgeschlagen, dass wir LDV in Home Guard, Heimwehr, umbenennen. Wir wollen die LDV in besser ausgebildete, ausgerüstete Home Guard umwandeln. Information. Wenn Sie mit Ja beantworten, steigt die britische Moral um 1000 Punkte. Zudem wird die Home Guard, sollten im Falle Invasion zum Einsatz kommen, mit einer Stärke von 6, mit einen Erfahrungspunkt aufgestellt. Sagen Sie nein. Mit der Invasion im Vereinigten Königreich Stärke von 5 ohne Erfahrungspunkt aufgestellt. Ich sage ja, weil das kann man immer mal gebrauchen. Nächste Entscheidung. Die Expeditionsgruppen, die nach Finnland geschickt hatten, sind zurückgekehrt und treffen bei Schottland ein. Dort werden sie als Spezialeinheit mit Stärke von 8 aufgestellt. Es gibt einen Überlegungswert, sie nach Narvik, Norwegen zu schicken, damit sie die Stadt von den deutschen Truppen zurückerobern, bevor sie vollständig versetzen können. Das würde lediglich 10 MPP kosten. Erfolgreiche Befreiung von Narvik würde nationale Moral um 500 steigen. Da es um eine Spezialeinheit können Sie Truppen im Falle eines Fehlschlags vom Seeweg evakuieren, ohne dass Sie den Hafen dafür benötigen. Wenn Sie eine Einheit nach Norwegen schicken möchten, ja, das klingt doch gar nicht schlecht. Ab nach Narvik. Die Expeditionsgruppen, die nach Finnland entsandten, sind zurückgekehrt. Sie treffen jetzt in Schottland ein. Für lediglich 10 MPP können Sie die spezielle Stärke von 8 bestehen nach Norwegen schicken. Auch? Okay, wenn Sie. Ja, gut. Ja. Ab auch nach Norwegen. Dann habe ich zwei Truppen dort. Kann ja auch nicht schaden. So, jetzt kann ich hier was aufstellen. Dann in. Dort ist ein Hafen und die zweite Pioniereinheit ist da und sie wird sich hier um die, meint, wo sind wir? Hier kümmern. Hier versuche ich die Verteidigungslinie aufzubauen. So. Dann werde ich einmal schauen, was ich hier tun kann und dann werden wir uns gleich in der nächsten, ja, bald wiedersehen. Willkommen zurück. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich werde mal ein bisschen was schauen und indem ich einfach mal versuche, hier diese Fallschirmeinheit auszuschalten.
So. Das heißt, er geht hier zurück. Ihm kann ich nach da gehen. Danach sind die Aktionspunkte verbraucht. Das heißt, noch ein Stück zurück. Hat Aktionspunkte von 3. Kann dorthin ziehen. 2 braucht er dahin. 1 zum Angreifen. Er hat 3. Das heißt, er ist danach der nichts mehr. Mit ihm kann ich dann leider nicht mehr herumziehen. Ihm gehe ich nach dort. Schade. So, den Flieger werde ich ein bisschen zurückziehen. Mit ihm schütze ich hier. Er geht nach Remy. Er bleibt dort und er bleibt dort. Mit ihm kann ich, werde ich noch verstärken. So, jetzt ich werde den Jäger definitiv verstärken. Den habe ich verlegt, den werde ich noch ein bisschen zurückziehen. Mit ihm gehe ich auch definitiv zurück. Lass ihn hier ein bisschen die Einheiten. Straßburg hilft noch hier, er wird sich hier wahrscheinlich ein bisschen vorrücken. Ja, mal schauen, ob er jetzt entweder Belgien angreift, aber wahrscheinlich möchte er gar nicht Belgien angreifen. Mal eine neue Sache, habe ich auch noch nicht gesehen bis jetzt, dass er hier so gut durchdrückt, obwohl meine Einheiten ganz gut verschanzt waren. Boah. Nicht schlecht. Kompliment kann man nur sagen. Kompliment. So, das Hauptquartier ist dort. Ihm werde ich. Wohl. Mai, die Befestigung fertig sein, aber ist dann eh wahrscheinlich egal. So, ich möchte jetzt mal schauen. Dann überfalle ich noch ein bisschen hier die Linien hier und verbessere meine Schiffe. Upgrade, leichte Kreuzer und den Zerstörer. Letzte Runde ist leider nichts fertig geworden zum Forschen, aber meine Infanteriewaffen sind bald soweit. Bin schon auf 89%. Mit ein bisschen Glück könnte ich sogar die Langstreckenflugzeuge und die Infanteriewaffen haben, diese Runde. Ich bin gespannt.
So, mit ihm. Schaue ich mir mal wieder die Routen an, aber ich weiß nicht, wo die sind, aber bisher sehe ich kein gegnerisches U-Boot. Diplomatie, Italiens bei 80%, das heißt, die sind auch noch relativ weit vom Kriegseintritt entfernt. Aus dem Grund kann man nur abwarten, was passiert. So, dann verstärke ich ihn auch. Position bei Alexandria halte ich, dort halte ich auch. Und die Upgrade. Leichte Kreuzer. Upgrade Schlachtschiffe. Und dafür reicht das Geld nicht mehr. Gut, dafür so viel dazu. Jetzt Forschung. Russland ist kurz vor Infanteriewaffen 1. Das heißt, ich werde jetzt das Geld sparen und versuchen gleich Infanteriewaffen 2 zu erforschen, um dann dort quasi weiterzugehen, weil mich dünkt, er hat vor, noch relativ früh in den Krieg mit Russland einzusteigen. So, wie schauen die Amerikaner aus? 132, ich brauche auch mal Infanteriewaffen. Aber bis jetzt, bis die in den Krieg kommen, das dauert auch noch eine Weile. Dann warte ich noch. Aber ich hatte noch irgendwas bei Diplomatie. Nein. Wo war das denn nochmal? Die Karte. Genau. Konvoikarte. Könnte ich nicht irgendwo die... Muss ich mir gleich nochmal anschauen, wo ich hier die Berichte, also quasi die Hilfslieferung von da Prozente. Regiekarte? Nein. Konvoikarte? Achso, weil die wahrscheinlich noch nicht im Krieg sind, deswegen kann ich noch nicht die Konvoilieferung, die Hilfslieferung an Britannien quasi verstärken. Gut, dann warten wir ab, was passiert. Ich meine, dass Frankreich fällt, ist eh klar, dass es jetzt so schnell fällt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin gespannt auf die nächste Runde. Schade, den hätte ich gern nochmal dezimiert, nochmal klein bekommen, aber so ist es. Ich denke mal, jetzt wird es hier etwas auf die Mütze geben. Aber die haben jetzt eine Versorgung von 4, ja von 6, 7. Die Panzer werden mehr Schaden machen. Das heißt, die werden jetzt hier relativ schnell vorrücken. Und dazu werde ich einfach mal die Verteidigung auf Paris etwas verstärken müssen. Entweder werde ich doch mal hier ein Infanteriekorps, Moral ist miserabel. So, du kannst dich schon mal in Paris verschanzen und du wirst dich hier nach hinten versetzen, damit ihr ein bisschen halten werdet. So, Ende. Kurz, schmerzlos. Mit den Schiffen kann ich nicht viel anfangen, weil Italiener ist nicht im Krieg und der Deutsche hat sich, wie man gesehen hat, hier komplett in die Ostsee ja, verabschiedet und aus dem Grund kann man nicht viel machen. Konvoi-Modus. Überfall. Hierhin, wie schaut es mit meinen Versorgungen aus? Versorgungspunkte, Versorgung von 4. Er muss nächste Runde definitiv zurückgezogen werden. So kann ich ihn nach dort ziehen und ihn hierhin.
Er hat eine Versorgung von Odos Überfall. Siehst du dahin für die Song 7, 10, 10, 10, 9. Ich muss halt immer ein bisschen drauf achten wegen der ganzen Versorgung, da die Schiffe, wenn die schlechte Versorgung haben, auch einen schlechten Angriffswert haben und dadurch relativ schnell vernichtet werden können. So, schauen wir nochmal ganz kurz in die Forschung hinein. Also ich hoffe ja auf Infanteriewaffendurchbruch, dass ich dann jetzt relativ schnell dort was habe, genauso wie bei den Russen. Gut, Runde beenden und wir schauen. Entscheidung. Erster Lord der britischen Admiralität, Winston Churchill. Die deutsche Besetzung Dänemark stellt uns vor ein Problem. Wenn die Deutschen die Möglichkeit bekämen, Island als Marinestützpunkt zu verwenden, würden die Konvois in großer Gefahr von Angriffen schweben. Deswegen müssen wir Expeditionen nach Island entsenden, dabei das Land in feindliche Hände fallen. Die Mission, Codename Operation Fork, würde uns 25 MPP kosten und keine großen Truppenverbände umfassen, da eine kleine geringe Anzahl von Royal Navy Marines zur Verfügung steht. Diese Expedition wäre in der Lage, eine groß angelegte feindliche Invasion abzuwehren, aber die würde ausreichend sein, um die Insel zu sichern. Wollen Sie Island befehlen? Ja, möchte ich. So, rotes Hauptquartier. Nach dem Konflikt mit Finnland ist uns klar geworden, dass unsere Soldaten nicht genug ausgerüstet für den Winterkrieg im Winter. Deshalb hatten wir erhebliche Verluste zu beklagen. Da ein Krieg mit der Achsenmächten praktisch unausweichlich ist, wäre es sinnvoll, dass sie unsere frischen Erfahrungen nutzen und die Rote Armee besser auf die Kriegsführung im Winter vorbereiten. Wenn sie in Gang setzen, können wir lediglich 50 MPP feste Winterkleidung und Ausrüstung für ihre Truppen bereitstellen. Mit dieser Maßnahme können wir unnötige Verluste von Krankheiten im Winter vermeiden, wenn wir in den nächsten Krieg ziehen. Soll ja mit der Rote Armee dahingehend vorbereitet werden im Winter? Ja, wir möchten, weil wir wissen, der Winterkrieg wird kommen. Und aus dem Grund, so, die Briten verstärken die Home Guard, das ist sehr gut. Infanteriewaffen, ja, da ist es. Infanteriewaffen 1, sehr gut. Das nächste Runde habe ich natürlich kein Geld, weil ich gerade mal 19 bekomme. Ah, so ist es. Und dann möchte ich mich bedanken, dass ihr wieder zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten Folge.